Willkommen zurück zu der nächsten Folge Alpin Stars. Ja, mittlerweile haben wir von Feld 44 auf Feld 24 umgesetzt. Dann müssen wir noch die 22, 21 und Leon seine neuen voll fertig machen. Ja, ich glaube, heute gibt's nichts außer Tiefenlockern. Ja, so sehe ich das auch. So, ich bin gleich beim Händler. Na, hat er was da? Weiß ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Gut, du weißt Bescheid, ich melde mich, wenn ich was Neues dazu weiß. Ja, und du weißt ja, Ofenleitung ist noch drin. Ja, kein Thema. Sei erreichbar. Ja, wie schalt. Wie soll man sagen? Unser Auftrag, ich mache schon zwischen den Folgen weiter, dass ihr nicht vier Folgen nur Tiefenlockern seht, aber es wird wahrscheinlich drauf hinlaufen, dass ihr vier Folgen Tiefenlockern seht. So leid es mir tut. Dafür kommt dann in der nächsten Aufnahmesession, also wir nehmen ja immer vier Folgen auf, kommt dann, wie wir heu machen, wie wir wieder ausreiten wahrscheinlich. USW, dann müssen wir unsere Felder mal wieder dreschen wahrscheinlich. Das ist noch nicht sicher. Da wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie weit die sind. Also ich jetzt mal so ohne RP quasi Talk. Können wir mal gucken, wie weit unsere Felder sind. Andere, ja, nee, wird noch nichts. Nächste Folge bei mir theoretisch, weil wir spielen auch immer, muss man dazu sagen, je nachdem wie wir spielen, durch das, dass wir die Zeit auf 3 laufen haben, schalten wir teilweise auch Pflanzenwachstum aus. Dann, je nachdem, mit dem Gras mähen und so, schalten wir doof, wenn man mäht. Und in der dritten Folge wächst das Gras schon wieder. Nicht so besonders, deswegen machen wir das so. Und ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Die haben sich über die Zeit von Weichen hier so eingespielt. Machen wir mittlerweile so auch beim Spulen, machen wir das Wachstum aus. Mal so ein paar Sachen im Hintergrund, wo ihr gar nicht so viel mitkriegt quasi. Gehört aber auch dazu. Wir haben jetzt wieder 13.50 Uhr, das heißt, wir schaffen wahrscheinlich dann noch eine Aufnahmesession in diesem Projekt oder in diesem Ding. An diesem Tag. Dann müssen wir wieder spulen. Weil dann wird es wieder auf Abend hinlaufen. Dann kann sein, wir stellen die Zeit wieder auf 2 runter. Müssen wir mal gucken. Und dann spulen wir wieder. Aber dieses Projekt, geht jetzt mal um dieses Projekt. Es ist ja der 22er mittlerweile schon. Lasst mich rechnen. Und 2 Wochen draußen. 2 Wochen? Und ja, 2 Wochen. Ist der neue LS jetzt draußen? Und wir werden dieses Projekt hier trotzdem mal noch weiterführen. Egal wie lange es dauert. Und eventuell warten wir auf passende Karten und so dann, dass wir das hin und her schubsen können. Denn wir können ja nicht von hier auf jetzt quasi so plopp. Wir sind jetzt auf einer anderen Karte. Müssten wir dann OP-technisch auch quasi verpacken können. Mal gucken, ob das Funkgerät funktioniert. Markus? Ja. Ah. Wo steckst du gerade? Ich bin noch auf Flurstück 24. Wechsel danach auf Flurstück 21 und 22. Soll ich selber erstmal gucken, wo die 22 ist? Naja, da wo man hochfährt. Fahr einfach hoch Richtung Skilift, du wirst mich dann auf der rechten Seite sehen. Ah, da bist du, ja.
Dann helfe ich dir. Da oben hast du mehrere Felder, ne? Ja, insgesamt sind es drei. Gut, dann komme ich da jetzt erst hingeballert. Ja, ich habe hier gerade auch Besuch. Mahlzeit, Herr Meier. Mahlzeit, Herr Schilling. Hüpfen Sie rein. Ja, Moment. Nee, das war falsch. Ist Ihr Telefon kaputt? Nein, Rufumleitung. So, ich erreiche niemanden. Gar niemand? Nö. Eigentlich ist nur die Rufumleitung drin zu Leon. Ja, das Mailbox geht immer Weil dran. Ich brauche mal Telefonauszeit. Ja, okay. Ich habe Ihre Kontodaten verlegt und wollte das Geld gern von der BGA-Auszahlung, die wir uns teilen, überweisen. Ja. Warte mal, ich habe hier meine Karte, dann können Sie sich schon abschreiben, bitteschön. Ja, jawohl, dankeschön. Dann kann ich das ja... Aber keinen Zahlendreher reinmachen, sonst geht's auf ein anderes Konto. Ja. Also, das wollen wir ja nicht. Nee. Ah. So. Hat mein Handy schon vibriert? Ich hoffe mal. Ja, mein Handy hat vibriert. Warte mal. Ja. Warten Sie mal, Günter Meier. Leon? Ja, ja bitte? Hat gerade dein Handy vibriert, dass eine Zahlung eingegangen ist? Ja. Gut. 60.000 sind reingegangen. Also, Herr Meier, dann haben wir alles richtig gemacht. Alles klar. Gut. Wollen Sie dann schon wieder weiter? Ja, muss doch ein bisschen schaffe. Ach, mir auch. Wir haben hier noch ein bisschen was zum... Ja. Eigentlich pflügen, aber wir tun Steven locker und ich ja fast das gleiche, ne? Ja, das stimmt. Dann fahre ich sie mal wieder zum Auto rüber. Ja, ich wäre das Stück aus uns gelaufen. Bitteschön. Alles klar. Ruhe schaffen noch. Ebenso. Ciao, ciao. Ciao. Vorher habe ich mir noch überlegt, ob ich ihn anrufen soll, wann er das Geld zahlt. Ja, warum funktioniert das Telefon nicht? Keine Ahnung. Also ich habe nur die Rufumleitung drin. Was mit deinem Telefon ist, weiß ich nicht. Na gut, ich war eben beim Händler, da hatte ich das Telefon im Trecker liegen. Ja gut, es kann natürlich sein, dass dann... Da, ja, guck mal, ob du einen Anruf in Abwesenheit oder so hast. Jo, habe ich. Vom Herrn Meier. Ja. So. Hier kommt ein bisschen was Größeres, würde ich sagen. Leon, was tust du? Ja, arbeiten. Ja, dann zeig mal, was du mit der Blechkiste kannst. Ich würde die lange Bahnen fahren. Ja, ich dachte das auch gerade so. Das wäre einfacher. Also zwischen den Bäumen durch, ich glaube, das tust du dir nicht gern an. Ja, unser Händler hat gemeint, von wegen, ja, ich soll den mal mitnehmen, soll mir den mal angucken. Und dann noch ein 10,50 davor hängen. Ja, er sagte, das Ding braucht ein bisschen Leistung hier hinten. Leon, ich sehe da gerade was. Das ist mir egal. Ja, du kennst die zwei. Ich bin mal weg. Die fahren auch schon so komisch an den Feldrand. Ach nö. Was machen die denn? Die sind ausgestiegen. Ich guck gleich mal, was die zwei wollen. Dösel, ich hab sie gefunden. Komm, ja. Ein ganzes Brutlagerschnösel. Das geht so nicht. Mahlzeit. Bleiben Sie da stehen. Bleiben Sie da stehen. Stehen bleiben.
Stehen bleiben. Ich bin hier fast auf den Nest getreten, auf irgendwie. Oh nee, oh Herr Schelling, gehen Sie mal bitte raus hier. Gehen Sie mal bitte ganz schnell wieder da auf die Wiese. Ich hüpfe Ihnen auf die Schultern. Hopp. Nee, 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 Sie sollen. Ich hüpfe Ihnen jetzt auf die Schulter. Nee, Sie sollen hier auf die Grünfläche wiederkommen, Herr Schelling. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, das soll Ihnen der Biologe Herr Schnüssel, Andi, Ihnen erklären. Ja, ich kann auch nur das sagen, was die Biologen gesagt haben, aber ich weiß nicht, ob das hier das Richtige ist, dass die Gäste jetzt drauf sein. Die sollte Flurstück 20 zum Naturschutzgebiet gemacht werden, wegen der rückwärts essenden Brüllmücke. Das Flurstück 20? Da, 23. Hier, gucken Sie auf die Karte, ich zeige Ihnen das. Da, ja, ich dachte gerade. Direkt daneben. Sie sind, glaube ich, jetzt auf 22, 20. Guck mal rüber. Ja, das sieht gut aus, oder? Ja, Leon, ich 24 war Bonnie, sie. Nee, der Teuer muss sofort aufhören, das geht so nicht. Der muss sofort. Die verschrecken hier die rückwärts essenden Brüllmücken. Der muss sofort aufhören. Und da binden Sie das jetzt, ganz schnell. Ja, dem darf auf jeden Fall nicht so weit rausfahren. Weil wir müssen ja auch unbedingt noch dafür sorgen, dass die 30 Schilder hinkommen, damit die nicht mehr so schnell durchfahren alle. Oh je, er fährt auf dem Feld. Wo ist da jetzt das Problem? Ja, er soll nur nicht hier auf das Feld fahren. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Leon, ja, ein wunderschön. Die wollen gerade irgendwas, dass wir die Arbeiten einstellen. Also das ist halt nur mit dem Feld hier, ne? Da müssen sie aufpassen, ne? Nicht hier auf Grünstreifen fahren, weil hier, gucken sie da, warten sie mal, ich hänge ein bisschen fest. So. Da ist so ein Nest. Hier ist überall Nester, Schlüssel. Ja, nicht meist. Ja, die wollen aber schon wieder Blut. Aber, Schlüsselchen. Jo. Ja, welchen überhaupt? Das ist auch ja, ich dachte, jetzt sagen beide, jo. Aber nee, irgendwie ist beim Walter noch nicht ganz so angekommen, dass er jetzt Schnösel heißt. Ich wollte den Namen. Ja, der war ja auch für die Namenskombination von Reinschnöseln, aber ich fand das nicht so toll. Egal, ja. Wenn dieses Ding hier Naturschutzgebiet werden soll. Ja. Jo. Ich hätte da eine Idee, wie die Tiere sich da noch besser drin verstecken könnten. Ja, und? Ist das Weizengarstengelumpe, was da gerade drauf ist, wegmachen? Ja. Und Pappeln ansehen. Nein. Und Pappeln ansehen. Da können die Pappeln wachsen höher, dann können die sich da drin besser verstecken. Also ich finde die Idee jetzt gar nicht so aber schlecht. Moment, ich mach mal meinen Traktor aus. Diesel ist mittlerweile ein bisschen günstig worden. Ja, das stimmt. Sehr günstig sogar. Ja. Könntet ihr euch auch mal vielleicht einsetzen, dass der wieder günstiger wird. Ja, aber auf die Rechnung sollten wir vielleicht in der nächsten Folge gucken, ne? Nee, wir haben noch 2 Minütchen, bis mein Kaffee im Schlepper fertig ist. Sie haben eine Kaffeemaschine? Da muss ich gleich mal gucken gehen. Abschließen. Ach, gucken Sie. Oh, Schnüssel, die haben eine Kaffeemaschine im Traktor, das will ich auch. Wieso haben wir sowas nicht bei uns im Auto? Das ja, liegt daran, was da dran steht. Herr Schnüssel? Ja, einfache Rechnung, warum ihr keine Kaffeemaschine im Auto habt. Ja, man könnte ja im Herbst hier, ne? Im Herbst sind die Brüllmücken ja nicht so aktiv hier mehr. Das ist ja eher da in dem weltlichen, da oben in den Bergen hier. Und die sind ja nur zur Fortpflanzung hier. Und wenn man dann hier einen Streif machen würde mit Pappels, dann wären die ja gut geschützt. Aber zum Thema zurückkommen Kaffeemaschine, warum ihr keine in eurem Sprinter habt? Weil wir die vergessen haben mitzubestellen. Nö. Der hat sogar Massagesitze. Was? Ihr macht bei 8 Stunden Feierabend. Ihr macht bei 8 Stunden Feierabend und mir irgendwann bei 14. Irgendwann brauchen wir halt mal eins. Warum sollen wir so lange arbeiten? Ja. Wir haben gleich Feierabend, Schilling. Ich wollte gerade sagen, also nach 6 Stunden muss auch irgendwann mal Schluss sein. Leon. Schlüssel 5. Ja, weil wir die Pause nicht machen, ne? Glaub, wir müssen die aus dem Aufmerksam vertreiben. Ja. Na, ja, danach wir. Machen wir ne, ich hab ne Idee. Wollt ihr beiden nicht mal ein Praktikum bei uns machen? Ja, ich will den Großen hier fahren. Lass mich mal durch hier, Mensch. Nee, den Großen gibt's nicht. Herr Teuer, der Schilling, der hat nicht mal Führerschein dafür. Das ist doch egal, auf dem Feld braucht man keinen Führerschein. Ich hab den LKW-Führerschein, ich darf alles fahren. Ach Gott.
Nicht schon wieder, jetzt geht das wieder los. Och nee. Ja, sonst dürfen wir unseren schönen Benzer ja auch nicht fahren. Was? So. Aber den da hinten, das wäre so meins. Ah ja. Aber wie die Entscheidung geht, ob wir den Herr Schnösel jetzt fahren lassen oder nicht, das sehen wir. Andi? Jetzt, Schnösel. Sofort. Nein, in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich danke fürs Zusehen. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich immer und über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.